Heute sprechen wir mal etwas genauer über ein Thema, das ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Aber einige von euch hatten das auf dem Zettel, denn es betrifft auch einige von euch. Viele von euch sind nämlich sicherlich ab und zu mal mit dem Segelflugzeug unterwegs. Und da stellen wir uns jetzt mal die Frage, wie es denn sein kann, dass in einer Zeit, wo es vollkommen normal ist, dass man beispielsweise mit seinem Smartphone seinen Standort dauerhaft preisgibt, ungewollt an einen Großkonzern oder gewollt auch per WhatsApp-Live-Standort oder wie auch immer, wie es da sein kann, dass ein modernes Verkehrsflugzeug wie eine Embraer E190, wie die ein Segelflugzeug nicht sehen kann, wie es sein kann, dass die genauso wenig Schnall von einem Segelflugzeug in direkter Nähe hat, wie der Lotse am Boden. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Also, viele von euch oder einige von euch haben mir eine Nachricht zu diesem Thema geschrieben. Das heißt, es beschäftigt euch und aus dem Grund gibt es dazu heute auch ein Video. Auslöser für das Ganze ist ein Anfang April, also schon vor gut einem Monat, vollendeter und veröffentlichter Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, der BFU. Die sind hier in Deutschland für solche Geschichten zuständig. Und diese Berichte, die da veröffentlicht werden, die könnt ihr auch ganz normal im Internet einsehen. Das gebt ihr einfach bei Google ein und dann findet ihr diesen Bericht. Was ihr dann dort findet, ist je nach Vorfall eine mehr oder weniger kurze Zusammenfassung der entsprechenden Daten, der Geschehnisse, Ereignisse, wie auch immer, mit einem Fazit des Untersuchungsführers bzw. der zuständigen Ermittler und eventuell dann auch noch mit Empfehlungen für die Zukunft. Bei dem Vorfall, den wir uns heute etwas genauer anschauen, handelt es sich um eine sogenannte schwere Störung. So wurde das Ganze von der BFU jetzt eingestuft. Und dieser Vorfall liegt bereits einige Monate zurück, fand im Juli 2018 statt. Eine Embraer E190 der Lufthansa CityLine befand sich an diesem Tag auf dem Weg von Frankfurt nach Paderborn. Ein ganz normaler Flug. Und die Maschine befand sich bereits im Anflug auf den Flughafen von Paderborn und bekam gerade vom Lotsen aus Langen die Sinkfreigabe auf Flugfläche 60. Kurz nachdem die Maschine dann diese Flugfläche erreicht hat, machte der fliegende Pilot, in diesem Fall der Co-Pilot der Maschine, eine seiner Aussage nach zumindest eher zufällige Entdeckung. Er sah ein Segelflugzeug vor sich, reagierte daraufhin sehr schnell, nahm innerhalb der nächsten 4 Sekunden den Autopilot seiner Maschine raus und steuerte das Flugzeug mit voller Triebwerksleistung in Richtung Himmel. Das Flugzeug stieg dann innerhalb der nächsten 20 Sekunden auf Flugfläche 75, also der Einfachheit halber, die Maschine stieg ungefähr von 6000 Fuß auf 7500 Fuß, 1500 Fuß also, die man da innerhalb von 20 Sekunden zurückgelegt hat. Das entspricht einer Steigrate von ungefähr 4500 Fuß die Minute und das ist schon ganz ordentlich. Der Co-Pilot der Lufthansa-Maschine entschied hier also innerhalb kürzester Zeit, dass das Flugzeug, was er da gerade gesehen hat, also das Segelflugzeug, was er wirklich nur gesehen hat, weil er aus dem Fenster rausgeguckt hat, es gab dazu keine Informationen auf seinem Bildschirm oder sowas, er entschied, dass wenn er jetzt Kurs und Flughöhe beibehält, dass das Flugzeug, was er vor sich sieht, dann zu einer Bedrohung wird, was ein Ausweichmanöver von seiner Seite aus auf jeden Fall unumgänglich machte. Das Segelflugzeug, eine in Holland registrierte ASK-21, drehte dort gerade Kreise, um die an dieser Stelle vorherrschende Thermik zur Höhengewinnung zu nutzen. Und auch der Pilot dieses Flugzeuges bemerkte laut eigener Aussage den entgegenkommenden Verkehr, drehte seinen Kreis daraufhin weiter, da auch das zur Vergrößerung der Distanz zwischen den beiden Flugzeugen führte. Und jetzt wird es langsam wirklich spannend, denn bis zu dem Punkt sind wir uns höchstwahrscheinlich einig, dass hier irgendetwas nicht so ganz richtig gelaufen ist. Und auch die Passagiere werden bemerkt haben, dass das hier nicht ein normaler Abbruch des Anfluges war, sondern das wird sich schon ein bisschen komisch angefühlt haben. Aber gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob das Passagierflugzeug und das Segelflugzeug tatsächlich zusammengestoßen wären, wenn die Passagiermaschine genauso weitergeflogen wäre. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber jetzt sollten selbstverständlich beide Piloten, der fliegende Pilot der Verkehrsmaschine sowie auch der Pilot des Segelflugzeuges, die Entfernung zum Gegenüber schätzen. Und das ist wirklich interessant, denn der Pilot des Segelflugzeuges sagt, dass horizontal etwa 300 bis 500 Meter Abstand zwischen den beiden Fliegern waren. Vertikal hingegen sollen es etwa 100 Meter gewesen sein. Der Lufthansa-Pilot hingegen vermutet, dass die Maschinen vertikal nur etwa 20 Meter voneinander entfernt waren, horizontal etwa 50 Meter. Das ist ein großer Unterschied. Das können wir leider auch nicht mehr im Nachhinein herausfinden, wie dicht sich diese beiden Flugzeuge jetzt wirklich gekommen sind. Aber Tatsache bleibt, dass die Maschinen sich unangenehm nahe gekommen sein müssen. Sonst wäre das so nicht ausgegangen.
Und das soll ja so nicht sein. Wäre es hier tatsächlich zu einer Kollision gekommen, dann wäre das Segelflugzeug mit dem 22-jährigen Piloten an Bord und seinem Passagier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Himmel gefallen. Ob die dann noch etwas mit ihren Fallschirmen hätten retten können, das ist eine gute Frage. Auch das wissen wir selbstverständlich nicht. Das Passagierflugzeug hätte womöglich leicht beschädigt weiterfliegen können oder aber wäre im schlimmsten Fall auch abgestürzt. An Bord der Maschine befanden sich 4 Crewmitglieder und 20 Passagiere. Dazu war man im Anflug auf Paderborn selbstverständlich auch immer wieder über bewohntem Gebiet unterwegs. Und das macht die ganze Situation doch tatsächlich etwas unangenehm. Aber nochmal zurück zur Anfangsfrage. Wie kann es denn jetzt tatsächlich sein, dass in einer Zeit, in der es völlig normal ist, dass der Standort von allem und jedem nahezu dauerhaft beobachtet wird und beobachtet werden kann, wie kann es da sein, dass ein modernes Verkehrsflugzeug nicht weiß, dass es sich einem anderen Flugzeug annähert? Das liegt tatsächlich an den Regeln, die heutzutage noch, könnte man fast sagen, aktiv sind. Denn laut Untersuchungsbericht hat sich hier erst einmal jeder, der in dieser Situation beteiligt war, an die entsprechenden Regeln gehalten. Deswegen ist es auch sehr schwer, hier jetzt zu irgendjemandem zu sagen, du hast auf jeden Fall Schuld, dass das jetzt so abgelaufen ist. Aber erst einmal zu dem modernen Verkehrsflugzeug in dieser Situation, also zur Embraer. Diese Maschine ist ausgestattet mit einem sogenannten TCAS, einem Traffic Alert and Collision Avoidance System. Und das sagt auch schon alles aus, was dieses System wirklich kann. Und so ein TCAS kann sich im Cockpit der modernen Verkehrsflugzeuge lautstark bemerkbar machen. Es gibt zum einen sogenannte Traffic Advisories. Das bedeutet, das System weist einfach die Piloten auf in der Nähe befindlichen Verkehr hin. Vielleicht habt ihr da gerade die Swiss A330-Folge im Kopf von Pilot's Eye. Da bekommen die Piloten im Anflug auf Miami tatsächlich genau das, eine Traffic Advisory. Sie werden also durch das System auf in der Nähe befindlichen Verkehr hingewiesen. Traffic, TCAS, you have control. Yeah, I have control, TCAS. Wird dann eine weitere Grenze unterschritten, dann wird aus dieser sogenannten Traffic Advisory, also aus dem eigentlichen Hinweis, eine sogenannte Resolution Advisory, also eine Anweisung, die man zu befolgen hat, um aus dieser ganzen Situation wieder rauszukommen. Dabei sprechen sich die Geräte der beiden Flugzeuge miteinander ab. Das heißt, sie kommunizieren miteinander und geben dann für die jeweilige Crew eine passende vertikale Änderung des Flugweges vor. Ganz doof gesagt, das Gerät sagt einem, ob man steigen oder sinken soll, um aus dieser Konfliktsituation wieder rauszukommen. Die Piloten müssen jetzt also so schnell wie möglich auf diese Anweisung reagieren, müssen das machen, was das System von ihnen verlangt. Dabei ist es auch völlig egal, ob das jetzt zur Freigabe des Lotsen passt oder eben nicht. Man macht einfach das, was das System einem sagt, damit man aus der Konfliktsituation wieder rauskommt. Und dabei kann das System in der Version, in der es heute laut EASA bei allen Flugzeugen mit über 19 Sitzplätzen bzw. mit einem maximalen Startgewicht von mehr als 5700 Kilogramm, in all diesen Flugzeugen ist das Pflicht, diese Version kann sogar eine höhere Steig- oder Sinkrate vorgeben. Also kann diese vertikale Änderung, die es von dem Piloten verlangt, sogar nochmal anpassen. Und spätestens nach dem letzten Satz ahnt ihr wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Ein Segelflugzeug hat weder 19 Sitzplätze, noch ist es beim Start 5700 Kilogramm schwer. Also zumindest die Segelflugzeuge, die ich kenne. Dabei geht das Ganze jetzt aber noch weiter, denn ein modernes TCAS, das reagiert nicht nur auf andere große Verkehrsflugzeuge, die mit einem solchen System ausgestattet sind, sondern ein TCAS reagiert auf Transponder. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es sich dabei um einen Mode Alpha, Mode Charlie oder Mode Sierra Transponder handelt. Außer mit einer kleinen Einschränkung, bei einem Mode Alpha Transponder kann ein TCAS keine sogenannte Resolution Advisory vorgeben, weil das TCAS ja nicht weiß, in welcher Höhe sich das Luftfahrzeug befindet, da bei einem Mode Alpha Transponder keine Höheninformationen mitgegeben werden. Ist aber auch gar nicht so relevant, denn heutzutage ist Mode Sierra auf jeden Fall Standard und auch Pflicht. Ganz kurz also, die Transponder-Variante, die am meisten Informationen rausgibt, die findet man heutzutage in nahezu jedem Flugzeug. Und da ist auch schon das Problem. Ihr ahnt es wieder, es gibt Ausnahmen. Das mit der Transponder-Pflicht, es ist nämlich so eine Sache. Es kommt nämlich darauf an, wo man sich mit seinem Flugzeug bewegt. Bei einem großen Verkehrsflugzeug wie der Embraer ist das dabei natürlich völlig klar. Das Flugzeug ballert den ganzen Tag durch alle möglichen Lufträume mit hohen Geschwindigkeiten, ist in allen möglichen Flughöhen unterwegs, wiegt beim Start mehr als 5700 Kilogramm und hat dazu auch noch mehr als 19 Sitzplätze. Diese Maschine benötigt auf jeden Fall TCAS und Transponder in der Version und in der Ausführung, in der es vom Gesetzgeber gefordert wird. Bei einem handelsüblichen Segelflugzeug im kleinen, aber netten Verein um die Ecke, da ist das hingegen etwas anderes. Die sind oft nicht mit einem Transponder ausgestattet, aber nicht, weil der Verein jetzt irgendwie faul ist und lieber ein bisschen Geld sparen möchte oder sowas, oder denen ist das sowieso alles egal. Nein, die halten sich selbstverständlich auch an die Gesetze. Allerdings fallen sie einfach nicht unter die Transponderpflicht, weil sie sich, zumindest in den meisten Vereinen ist das so, mit den meisten Segelflugzeugen, weil sie sich eben nicht in den entsprechenden Lufträumen bewegen und auch die Eigenschaften, die ich eben genannt habe, nicht erfüllen. Das heißt, sie brauchen
brauchen keinen Transponder und sie brauchen auch keinen TCAS. Versteht mich da aber bitte nicht falsch, es gibt sehr viele Vereine, die hier sehr verantwortungsbewusst unterwegs sind, natürlich auch mit Segelflugzeugen in anderen Lufträumen unterwegs sind, die haben prinzipiell einen Transponder oder sind auch mit anderen Kollisionswarngeräten ausgestattet, dazu gleich nochmal mehr. Aber prinzipiell, wenn man mit einem Segelflugzeug vom Ding her einfach nur unterwegs sein will, dann kann so ein Ding schon sehr spärlich ausgestattet sein. Dann kommt jetzt an der Stelle aber auch noch die Luftraumstruktur hier in Deutschland ins Spiel. Denn an vergleichsweise kleinen Verkehrsflughäfen, wie eben beispielsweise Münster, Kassel oder eben Paderborn, da gibt es neben einer kleinen Kontrollzone, einem kleinen Luftraum-Delta, oft auch direkt daneben einen Luftraum-Echo. So heißt dieser Luftraum und der ist gut für Hobbypiloten oder eben Segelflieger, die in diesem Luftraum, also nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, habe das gerade nicht nachgeguckt, aber ich glaube in Paderborn geht er von 1500 oder 2500 Fuß bis 10.000 Fuß sogar hoch. Dieser Luftraum ist recht entspannend für Segelflieger und Hobbypiloten, die in diesem Luftraum eben unter Sichtflugregeln ohne größere Probleme ganz einfach unterwegs sein können. Und zwar, wenn sie wollen, mit Lotsenkontakt und wenn sie wollen, mit einem Transponder. Beides brauchen sie, bis auf wenige Ausnahmen, tatsächlich nicht. Sie müssen also weder im Kontakt mit einem Fluglotsen stehen, noch müssen sie einen Transponder an Bord haben. Mit anderen Worten, Segelflugzeuge können, wenn sie denn wollen, natürlich unter der Beachtung der jeweiligen Wetterbedingungen, sie können nahezu unsichtbar sein in diesem Luftraum. In diesem Luftraum Echo kommt aber auch durchaus ab und zu mal ein Verkehrsflugzeug unter Instrumentenflugregeln vorbei. Zum Beispiel eine Embraer der Lufthansa CityLine, die sich im Anflug auf den Flughafen von Paderborn befindet. Und dort wird dann IFA-Verkehr von IFA-Verkehr gestaffelt, aber für VFA-Verkehr gilt rausgucken. Da hilft dann auch nicht das unter Segelfliegern beliebte Kollisionswarngerät FLAM, denn das kommuniziert eben nicht mit diesem Verkehrsflugzeug. Und ohne jetzt das Verantwortungsbewusstsein der Segelflieger untergraben zu wollen, auf gar keinen Fall, versteht mich da nicht falsch, aber wir wissen ja alle, wo sich Segelflugzeuge und deren Piloten am liebsten tummeln, und zwar direkt unter einer Wolke. Nicht in der Wolke, aber unter der Wolke, und das ist nun mal von oben schwer zu sehen. Und wenn sich jetzt jeder wirklich an seine Regeln hält, heißt ab und zu auch mal aus dem Fenster schaut, gerade in diesen Lufträumen, gehört tatsächlich auch zum Job des Verkehrspiloten dazu. Der soll nicht immer nur auf seine Instrumente gucken, sondern steht in jedem Handbuch drin, der muss auch mal aus dem Fenster schauen. Wenn sich also wirklich jeder an diese Regeln hält, dann funktioniert diese Staffelung auf Sicht auch. Auch in einem Luftraum Echo klappt das dann. Aber ist es nicht trotzdem interessant, dass man sich auch einfach mal nicht sehen kann und dass diese Flugzeuge dann wirklich im schlimmsten Fall nichts voneinander mitbekommen? Das in der heutigen Zeit ist schon etwas ungewöhnlich, oder nicht? Aber ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Aber ein Transponder gehört wohl früher oder später mal in jedes Flugzeug. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf eure Kommentare. Ich denke, es sind viele Segelflieger unter euch. Gerade auf deren Meinung freue ich mich, auf deren Ansicht freue ich mich und wie die das vielleicht im Alltag so handhaben. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Wie gesagt, ein schönes Wochenende euch. T-Shirts wie dieses hier findet ihr unter den Videos. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.